Was geht ab, meine Seafighter aus Rio? Und im japanischen Rukan Battle hat nun langsam aber sicher die Celebration oder der Content zum Dragon Ball Super Broly Film angefangen. Denn wir haben hier ein Story-Event bekommen mit neuen Free-to-Play-Charakteren zum Dragon Ball Super Broly. Wir werden uns gleich alle Informationen zu dem Story-Event ansehen. Wir werden uns an sich die kompletten Christmas-Celebration-Informationen ansehen, auch mit dem neuen Elder Trunks und seinem Banner. Zudem werden wir dann quasi in die Stage reinhoppen und mal gucken, wie das Ganze aussieht. Bevor wir dann anfangen, Freunde, es gibt noch keine summonable Charaktere vom Dragon Ball Super Broly Film. Heißt, es gibt noch kein Banner, wo man ein Broly summonen kann oder ein Gogeta an der Stelle. Aber das Ganze ist jetzt folgendermaßen, Freunde. Das kam heute Nacht in einem Data Download rein und weitere Sachen, weiterer Content zum Dragon Ball Super Broly Film wird in der nächsten Zeit teilweise dazukommen. Denn ihr müsst euch Folgendes vorstellen, beziehungsweise ist das Ganze, was wir hier haben mit dem Dragon Ball Super Broly und dem Story Event, mehr oder weniger ein Part 1 und mit Part 2 sozusagen wird dann mehr folgen mit einem Banner etc. Denn es ist auch folgende Sache, ihr müsst euch quasi jetzt mal vorstellen, beziehungsweise wann könnte das Ganze sein, vermutet wird aktuell so in dem Zeitraum vom 21.12. bis zum 26.12., dass da dann quasi weitere Content zum Dragon Ball Super Broly Film droppen könnte, weil aus den Determines konnte man quasi leaken oder herausfinden, dass zu diesem Story-Event von Broly, das wir uns im Detail gleich ansehen werden, ein Part 2 hinzukommt, beziehungsweise weitere Stages hinzugefügt werden. Und das könnte quasi im Zeitraum sein, 21.12. bis zum 26.12. Und da könnte dann quasi auch das Banner droppen. Aber euer Optimist Osaru sieht das Ganze, also es könnte auf jeden Fall sein, das ist so quasi, was man gerade einpeilt, aber so optimistisch ich bin, stelle ich mir Folgendes vor, Freunde, aber das ist reine Spekulation von mir, bevor wir anfangen mit den Infos und Details, ganz kurz, nämlich, ihr müsst das so, euch so vorstellen, das Ganze, indem ich das Ganze jetzt aufnehme oder indem das Ganze online kam, da war in Japan, ist gerade Freitag Mittag. Also kurz bevor der Film zum allerersten Mal in den Kinos gezeigt wird, heißt, das ist eine fette Promo, Leute. Bevor ihr jetzt quasi, wenn wir in Japan leben würden, bevor wir in den Film gehen, droppen die auf der japanischen Version quasi ein Story-Event, wo man sich die Free-to-Play-Charaktere erfarmen kann aus dem Showdown im ersten Clash von unseren Hero-Charakteren gegen Broly. Und by the way, haben wir jetzt auch die Movie-Hero-Charaktere und die Kategorie, besser gesagt. Jedenfalls ist das ein richtig brutaler Promo-Move, den man bringt, bevor der Film anfängt. Und dann, wenn man in den Film geht abends und aus dem Film rausgeht, zack, dann droppen die Charaktere so nach dem Film. So, wisst ihr, was ich meine, Banner zu Broly und Gogeta oder so. Das ist jetzt quasi total optimistisch und spekuliert nur von mir. Aber das wäre ein wirklich idealer Promo-Move. Heißt, optimistisch gesehen könnte es sein, aber das ist wirklich reine Spekulation von mir, dass vielleicht in den nächsten Stunden noch weitere Informationen folgen werden oder ein weiterer Data-Download. Wenn nicht, Freunde, dann merkt euch quasi diesen Zeitraum zu Weihnachten, also 21. bis 26.12. sowohl für die japanische Version als auch für die globale. Für die globale gibt es dieses Story-Event nicht, nur momentan auf der japanischen Version, aber das sollte dann folgen auf jeden Fall in der nächsten Zeit. Anyway, bevor wir uns das Story-Event ansehen, Freunde, Ella Trunks ist gekommen in einem Christmas-Banner. Diese Mai fungiert wie ein Santa Roshi, gibt es Promutisam, gibt quasi ein SA-Level auf die Ulti eines Charakters, ist quasi wie ein Elder Kai, gibt es Promutisam, wie gesagt, jeweils ein Kid Troy und Monks, Kid Trunks und Mai und ein Santa Roshi, also zwei sozusagen Elder Kai Promulti. Aber dieser Trunks, Freunde, der ist featured, das gab es noch nie. Der ist featured, und das ist by the way der Elder Trunks zu Mai, der ist featured im Double Raid Banner. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, 20% werden aufgeteilt durch die Anzahl von Featured Charakteren. Heißt, wir haben hier 20% aufgeteilt durch 12 SSR, und darunter ist ein Elder, nämlich Elder Trunks zu Mai. Und 10% werden, ich habe gesagt 20%, aber 20% ist overall SSR. Aber 10% werden aufgeteilt für die Anzahl an Featured SSR, das sind 12 und darunter ist Elder Trunks und Mai. Und die restlichen 10% werden aufgeteilt für die Anzahl an der nicht-featured Charakteren, die SSR besser gesagt. Das sind 169, aber da sind auch alle anderen LR natürlich nicht featured. Also außer LR Vegito und LR Gogeta sind alle LR in diesem Banner. Und das ist so, meiner Meinung nach, das beste LR-Banner, das online kam, weil hier, ich sag's nämlich, wir haben hier Double Raids. Ella Trunks mit Double Raids featured. Natürlich ist sie, man hat gute Chancen, um ehrlich zu sein, hier irgendein Ella zu ziehen. Wenn man irgendein Ella ziehen will, dann ist das wirklich quasi das beste Ella-Banner, wenn ich das so sagen darf. Aber das nämlich bewusst so gemacht, denn
Danach wird auf jeden Fall noch was kommen an Broly und Gogeta. Das kann ich euch sagen. Wisst ihr warum? Denn letztes Jahr zu derselben Zeit kam ein Double Raid Banner mit Tapion. Und in diesem Double Raid Banner war nicht featured LR Super Saiyan 3 Goku. Also LR Super Saiyan 3 Goku kam letztes Jahr zu Christmas auf der japanischen Version. Und ein, zwei Wochen darauf kam Tech Vegito Blue und Strength Rose in einem Duel Festival. Also gehe ich stark davon aus, dass quasi nach diesem Banner Gogeta und Broly erscheinen werden in ein, zwei Wochen, wie gesagt. Aber was gibt es zum Trunks ganz kurz zu sagen? Seine SR-Stufe habt ihr gesehen, das ist der Trunks. Diesen Trunks könnt ihr euch farmen, der hat eine farmbare SE, nämlich aus dem Story-Event, das aktuell online ist. Hat auch eine Drop-Rate. Moment, wo müssen wir rein? Hat sich ja ein bisschen geändert, ja, das ist genau hierhin. Dafür erklärt mich hier noch ein bisschen. Aber, und zwar ist es in dem Future-Trunks-Event auf Stage 4. Da droppt, hier ist das, da droppt nämlich folgender Trunks, der auf dem Bild ist. Und der erhöht die SE von dem LR-Trunks. Wenn ihr diesen auf SSR-Status bringt, gibt er 50% für den, wenn er droppt, LR-Trunks. Und die Future-Saga-Kategorie hat hier eine erhöhte Drop-Rate, heißt, ihr könnt ihn nie erfahren. Oder aus dem Prime Battle of Stage 1, das ist nämlich auch der Base vom Future-Trunks-Team, der ist auch die farmbare SE. Wenn ihr ihn auf OR bringt, gibt er 100% an der Stelle. LR-Trunks, um ihn zu awaken von der Stufe, wie wir gesehen haben, wie er als SSR droppt in der Base Form. Für ihn braucht ihr 7 Medaillen von folgenden Events. Die ersten Medaillen sind vom Story, was wir uns gerade angesehen haben. Die restlichen aus den Dokken-Events, die gelistet sind. Und dann braucht ihr 14 Medaillen von jedem Dokken-Event, was hier gelistet ist, um ihn auf den LR-Status zu bringen, zu LR-Trunks und Mai. Dann, Freunde, haben wir, wie gesagt, quasi die Dragon Ball Super Broly Campaign, mehr oder weniger Part 1. Was hinzukam, ist folgendes: Wir haben das Story-Event, ist online bis zum 16. Januar. Dann haben wir Special Missions, die gucken wir uns gleich an. Wir haben eine Tweet-Campaign, also auf Twitter könnt ihr, wenn ihr da quasi Beiträge retweetet, bekommen wir gewisse Sachen, Stones etc. kennen wir alles, das sind diese Social-Media-Kanäle. Folgende Events kamen hinzu, wir gucken uns aber gleich näher an. Ein Bluestone kann man sich erwerben, diese muss man kaufen, da wurden neue Charaktere hinzugefügt, die Demigod-Leader, muss nicht unbedingt sein, sage ich mal. Redstone gibt es, wenn ihr euch einloggt auf die japanische Version, ihr loggt euch ein, bekommt euch in Redstone, da kamen die ganzen Isei-Charaktere jetzt hinzu, die es gibt, also quasi auch Super Saiyan, Strength Goku etc., physisch AGL, Ultimate Gohan, Incel und so und so fort, könnt ihr euch gerne mal abchecken mit dem Redstone, was ihr euch da holen mögt. Und zu den Special Missions, Freunde, gibt es Folgendes zu sagen. Nämlich, ich muss kurz einen Side-Tab aufpoppen, und zwar hier. Im Prinzip, diese Special-Missionen sind die Mission vom Dragon Ball Super Broly Events. Und zwar ist das online bis zum 16. Januar. Was müsst ihr machen hier von oben nach unten, um es kurz mal zusammenzufassen? Ich werde auch einen Link in die Beschreibung setzen von Dokkan Reddit. Da habt ihr das dann quasi im Textformat. Ihr müsst quasi bis zu 1000 Stamina verbrauchen, bis zu 15 Story-Events clearen, einen Charakter Z-Awaken, einen Charakter Dokkan Awaken, einen Charakter trainieren und quasi alle Missionen hier klären. Wenn ihr alle Missionen gemacht habt, die ich euch genannt habe, wie gesagt, 15 Story-Events, Charakter trainieren, Sie awaken, Dokken awaken, 1000 Stamina verbrauchen, bekommt ihr die ganzen Sachen, die hier gelistet sind. So viel gibt es eigentlich zu dem Story-Event zu sagen. Das ist eine weitere Tweet-Kampagne, sage ich mal, die online ging, auch auf der Dragon Ball Super Broly Twitter-Page. Und dann außerhalb davon haben wir hier noch die Christmas Celebration Login Boni, könnt euch gerne abchecken, gibt es hier einen Stone pro Tag, beziehungsweise dann quasi zu Christmas Zeit ein bisschen mehr. Nämlich hier peilt sich das Ganze an, ab hier fängt es an, 22. geht dann bis quasi 24. gibt es einmal 5 Shankstones etc. Aber was dann noch hinzukam ist, beziehungsweise was noch erwarten wird zu den ganzen Sachen, die wir schon hier online haben, die wir gesehen haben, ist folgendes: Rank-Up-Mission, Freunde. Die Rank-Up-Mission kommen auch für die japanische Version, nämlich am 18. Dezember um 9 Uhr morgens sollte das sein, 9 Uhr morgens unserer Zeit kommen Rank-Up-Missionen, da bekommen wir bis zu 120 Dragon-Stones und nicht Dragon auf Global, habe ich gerade vergessen, ich glaube aber auf JP bekommen wir ein bisschen mehr, aber das ist der Fall, weil die ersten Rank-Up-Missionen, die waren auf JP weniger, also die von 1 bis 200, die waren weniger als auf Global, das ist jetzt quasi angeglichen, sage ich mal. Jedenfalls wird es bis zu 120 Dragon-Stones geben, wenn man bis Rank 500, wenn man bis Rank 500 erreicht, sorry. Und dann gibt es auch noch Wochenendmissionen, nämlich vom 22. Dezember bis 24. Dezember. Da wissen wir aber noch nicht, was das Ganze ist, aber wird wahrscheinlich easy sein, ein Stage machen, bis zu 5 Stages oder sowas. Kennen wir alles. Und Battlefield Nummer 10, Season 10 fängt an am 26. Dezember um 9 Uhr morgens unserer Zeit. Freunde, lasst uns kurz zum Story-Event gehen und uns das Ganze mal ansehen. Wir werden nicht alles machen. Wir gucken uns gleich die Details zum Charakter an, machen dann die letzte Stage dieses Story-Events und die Charaktere, Freunde. Ja, das hat ein brutaler Promo-Move. Ja, bevor ihr zum Film geht, hauen die quasi neue Free-to-Play-Charaktere rein, die sich jeder erwerben kann. Und dann gehst du halt in den Film rein. Und oh mein Gott, was wäre das für ein brutaler Move, wenn dann quasi nach dem Film dann die Summonable-Charaktere droppen würden. Das wäre brutal, aber ich glaube, das ist gleich aktuell zu schön, um wahr zu sein. Aber wir sind gespannt. Vielleicht wissen wir in den nächsten Stunden mehr, wie gesagt. Jedenfalls, das Story-Event von
dem Dragon Ball Super Broly Film. Auf Stage 1 droppt ein Base von Goku. Wir gucken uns gleich alle Details der Charaktere an. Wie jeder Free-to-Play-Charakter, Freunde, holt euch diesen Charakter, bringt ihn auf SA 10. Auf Stage 2 droppt der Broly und das ist, ja, das ist der Broly aus dem Extreme Battle damals, als es schon kam. Und jetzt haben wir quasi hier im Spiel, den wir uns Free-to-Play holen können, auf Stage 2. Auf Stage 3 droppt ein Final Form Freezer, auf Stage 4 ein Vegeta. Und diesen Vegeta kann man awaken mit 20 Story-Wetten mit einem aus Stage 5. Was haben die Charaktere drauf? Gucken wir uns erstmal von unten nach oben an, denn Vegeta Awaked sieht dann folgendermaßen aus, Freunde. Richtig geil. Aber physisch Feinde vom Freezer. Was hat der drauf? Ich sag mal kurz nur so was Wichtiges. Er ist ein Enhanced Transformation Leader Skill, hat der Kategorie, dieser Kategorie der Key plus 1 HP, Attack auf 30%. Mit der Passive reduziert er den Schaden, den er bekommt, hat quasi eine Damage Reduction von 20%. Und bekommt 15% für jeden Angriff, den er kassiert. Heißt, Maximum ist 45% hier an der Stelle. Zudem gibt der Movie-Boss-Charakterin, Movie-Boss-Verbündeten im Team, Key plus 1 Attack und F 20%. Und genau, so viel mehr oder weniger zu ihm. Broly auf der anderen Seite hat Folgendes drauf, Freunde. Er ist ein Movie-Boss-Dealer. Ja, ich komme gleich darauf zu sprechen. Der Movie-Boss-Dealer, dieser Kategorie gibt der Key plus 1 HP, Attack und F 30%. Mit der Passive bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 30% und bekommt weitere Attack und 20% at start of every turn, also in jeder Runde, die anfängt, Maximum ist aber 40%. Das Interessante an ihm ist, Freunde, Link Skill, er hat Saint Warrior Race, Saint Lineage Prodigies. Das ist endlich ein weiterer Saiyajin, der neben Vegeta Prodigies hat. Das sind 10% und im Pure Saiyan Team kann man quasi beide dann spielen und dann linkt sich Prodigies. Aber er hat auch Shocking Speed und Prepared for Battle. Sehr coole Links jetzt auf jeden Fall. Kategorie Pure Saiyan Movie Bosses. Dieser Goku hier auf der anderen Seite hat Folgendes. Er ist ein Movie Heroes Leader. Das ist die neue Kategorie, Freunde. Movie Heroes Leader. Ich habe auch die Kategorie auf Twitter gepostet. Könnt ihr euch gerne abchecken. Diesen gibt der Key plus 1 HP, Attack und F 30%. Mit der Passive bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 40%. Und wenn ein Movie Boss Charakter im gegnerischen Team ist, dann bekommt er Key plus 2 und auf die Verteidigung 30%. Dieser Vegeta, Freunde, mit 20 Story-Wettmedaillen braucht er, um ihn zu awaken. Dieser Vegeta hat dann Folgendes drauf. Er ist auch ein Movie-Heroes-Leader. Dieser Kategorie gibt er Key plus 2 HP-Attack und er 50%. Erhöht seine Verteidigung für eine Runde durch die Super-Attack und macht Supreme Damage. Passive auf den eigenen Angriff und auf die Verteidigung bekommt er 50%. Wenn er gegen einen Movie-Boss-Gegner kämpft, bekommt er Key plus 3 und auf den Angriff 40%. Links sind Saint Warrior Race, Royal Lineage, Prodigies, Super Saint, Warrior Gods, Prepare for Battle, Shattering the Limit. In den Kreaturen ist er vertreten in Dream of Gods, Pure Saints und Movie Heroes. Ich gehe mal in die letzte Stage rein, Freunde. Wir machen die einfach mal, denn hier hat es erhöhte Drop Rates. Wenn ihr Movie Heroes Charaktere mitnimmt, dann habt ihr eine erhöhte Drop Rate, Freunde. Und zwar sieht das dann folgendermaßen aus, wenn wir uns das Ganze mal ganz kurz ansehen dürfen. Ich nehme einfach mal so einen Friend mit, das sollte passen. Das ist nicht schlimm, wenn hier die Leader Skills oder so nicht passen. Und zwar, wenn wir uns die Movie Heroes Liste mal ansehen, mehr oder weniger jetzt bei mir, dann sieht das folgendermaßen aus. Natürlich sind da ein bisschen mehr Charaktere, ich habe ja nicht alle, aber die könnt ihr euch gerne quasi auf Twitter abchecken, die ganze Charakterliste. Und genau, dann sieht das folgendermaßen aus, Freunde. Nimmt Movie Heroes Charaktere, die haben wie gesagt eine erhöhte Drop Rate. Wir kommen hier auf so auf 185%, wenn die Vegeta erhöhen, kommen wir auf ein bisschen mehr. Was gibt es zu den Charakteren zu sagen, Freunde? Somit hat jeder Base von Vegeta eine farmbare Esse, jeder Base von Goku, jeder Base von Broly. Und das sind gute farmbare Esse, weil man kann sie auf UR bringen. Heißt, sie geben dann 100% und jeder Final Form Freezer. Okay, und jeder Vegeta Blue. Denn wenn ihr ihn awaked, kriegt natürlich auch jeder Vegeta Blue 100% auf die Esse, wenn er quasi im S-UR-Status ist, also nicht Theo awaked. Außerhalb davon, Freunde. Außerhalb davon. Holt euch auf jeden Fall alle Charaktere. Nicht wundern, dass zwar ein anderer Broly, aber das ist nur ein Boss-Gegner. In den anderen Stages sind auch andere Charaktere zu den Boss-Gegnern. Nicht wundern, Freunde. Was heißt nicht wundern? Was soll ich sagen? Holt euch auf jeden Fall alle Charaktere. Free-to-play-Charaktere, klatscht auf SA 10. Öffnet die Dupes, ob man sie awaken muss. Muss vielleicht auf 100% bringen muss. Sorry, Freunde. Ob man sie auf 100% bringen muss. Muss nicht unbedingt sein, aber wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich machen. Aber ich würde eher sagen, spart erstmal eure Orbs auch, bevor ihr da quasi wild geht, wegen den Charakteren, die noch kommen könnten. Und ja, so einfach funktioniert das, Freunde. Aha, denkt ihr, es geht noch weiter. Und ja, guck mal, da ist ein kleiner so. Ihr müsst aufpassen, Freunde. Ihr müsst aufpassen. Vielleicht könnt ihr die gespoilert werden oder auch auf Dragon Ball Legends im Story. Da wird auch gut gespoilert von dem Dialog her. Wir können zum Glück kein Japanisch, aber schaut euch mal Gott Vegeta an hier an der Stelle. Richtig geil. Richtig geil. So. Broly ist ein Movie Boss Hero. Movie Boss Leader, sorry. Broly ist ein Movie Boss Hero. Ja, ja, alles klar. Ein Hybrid oder was? Broly ist ein Movie Boss Leader.
Vegeta und Goku ein Movie Heroes. Das wird sehr stark heißen, dass Gogeta, der kommende Gogeta des Summonable, ein Movie Heroes Leader sein wird und der Broly ein Movie Boss ist. Aber vielleicht auch ein bisschen mehr, weil es wird sehr stark spekuliert, ob vielleicht Dual Kategorien Leader kommen könnten. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, das kann ich mir vorstellen, wenn zum Beispiel, sage ich mal, Folgendes gemacht wird, wenn Gogeta dann im Endeffekt Movie Heroes einen Boost gibt und, sagen wir mal, Fusion Charakteren, aber das dann so aussieht, dass dieser Charakter in beiden Kategorien sein muss, damit er den Leader Skill bekommt. Das ist aber ein bisschen zu sehr eingeschränkt. Vielleicht. Wäre aber im Umkehrschluss vielleicht ein guter Faktor und ein guter Austausch, wenn er das, weil ihr müsst euch so vorstellen, Movie Heroes und Fusion, okay, da gibt's aber wenige, ja. Da gibt's wenige. Da merkt ihr schon mal, es ist ein bisschen schwierig, über die Leader Skills jetzt zu spekulieren. Spekuliert wird quasi, entweder muss dieser Charakter in beiden Kategorien sein, damit er den Boost bekommt. Das ist aber, denke ich, schwierig. Was mir eher vorstellen könnte, ist zum Beispiel, dass dann der Gogeta, das ist nur Spekulation von mir an der Stelle, dass Gogeta zum Beispiel den Movie Heroes Charakteren Ki plus 3 gibt, 150% auf alles, oder Fusion Charakteren Ki plus 3, 90%. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, dass der Zeit-Apart nicht mehr ein Typus ist, sondern auch noch eine Kategorie. Aber noch eine interessante Sache ist, das ist wirklich sehr interessant, aber es könnte vielleicht auch ein Fehler sein. Dieser Freezer hier, der gibt zwar Movie-Boss-Charakteren durch die Passive einen Boost, aber er ist nicht in der Movie-Boss-Kategorie. Was heißt das? Das heißt, da spekuliert man dann Folgendes, dass dann quasi, mal kurz gucken, um jetzt sicher zu sein, der ist da nicht drin, nee, ist da nicht in Movie-Heroes. Das heißt dann quasi, aber es könnte auch, wie gesagt, ein Fehler sein, das heißt dann, dass dieser Freezer quasi in einem Leader-Skill sein wird, das zwei Kategorien abdeckt. Zum Beispiel nehmen wir mal an, wenn eben Broly Movie-Boss-Charakteren einen Boost gibt und eine andere Kategorie, der ist nicht im Movie-Boss, wie ihr seht, aber gibt durch die Pass einen Movie-Boss-Charakteren einen Boost, dass dann dieser Freezer in einem Passive-Skill ist, zum Beispiel in dem von Broly, wie gesagt, und Broly gibt dann, sagen wir mal, Movie-Boss-Charakteren einen Boost und eine andere Kategorie. Aber jetzt ist die Frage, und andere Kategorie, welche Kategorie? Welche Kategorie gibt es, da, in der sowohl Broly ist, als auch dieser Freezer? Oder an sich in Final Form Freezer? Bis jetzt keine, um ehrlich zu sein. Es sei denn, ich irre mich. Aber bis jetzt keine. Dieser Freezer ist in seinem Freezer-Clan, der ist in Enhanced Transformation, aber da ist nicht Broly. Da, und in Resect Warrior. Das ist Guidance of the Dragon Ball. Die Charaktere, die nach Dragon Ball suchen, in der Kategorie ist er. Das ist dann quasi Enhanced Transformation. Und er ist in Freezer Clan Kategorie. Aber ich denke nicht, dass Broly. Okay, stopp. Jetzt. Das könnte vielleicht sein. Das wäre das Einzige, was vielleicht sein könnte. Nämlich, dass Broly in der Kategorie ist, auch in der die Charaktere nach Dragon Balls suchen, also Seeker of the Dragon Balls oder so. Aber da kann ich mir schwer vorstellen, dass dann Broly der Leader davon wird. Das ist quasi so eine Sache, das könnte vielleicht sein, dass es für die Dual Leader spricht, wie eben wegen diesen Freezer, weil durch die Passive auch Movie Boss Charakteren Boost gibt, aber auch wiederum irgendwie nicht, weil es gibt gerade keine aktuelle Kategorie, in der Broly und Freezer zusammen sind, weil ich meine, sonst wäre dieser Broly auch schon in dieser Dragon Ball Kategorie, was ich gerade gemeint habe, aber er ist da nicht, ja, der hier zum Beispiel, der ist da nicht drin. Entweder kommt noch eine neue Kategorie, was ich aber bezweifle, könnte sein, vielleicht von einem Film, in dem dann quasi beide sind, aber bis jetzt wissen wir es nicht, deswegen mit diesem Dual Kategories vorhin ist noch wirklich eine reine Spekulation, da werden wir dann die Tage auf jeden Fall schlauer. Ich hoffe, ich könnte euch dementsprechend alles näher bringen zu den neuen Informationen und Details. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.